Nun gut, sollten unvorhergesehene Dinge passieren, dann... Und Avimir, ihr könnt ja Nachrichten versenden. Richtig. Gut, keine Sorge, los. Wir bringen die alle um, wenn die frech werden. Bitte nicht. Wir wollen, dass die Karawane kurz nach dem Behelicht passiert. Gut, es ist mittlerweile schon Abend, aber wenn ihr euch dann hier aufteilt und mit den Pferden in einen letzten Spurt verfaltet, könntet ihr definitiv wohl noch Krützdorf erreichen. Wenn ihr dann mitten am Abend, also grob 21 Uhr, werdet ihr den Krützdorf erreichen. Das würde wohl also möglich sein. Die anderen können hier einen geeigneten Platz suchen, wo man eine Falle aufstellt zwischen den kleinen Hügeln, zwischen der Straße, die sich hier dann so ein bisschen, ja, Serpentinen sind das nicht, aber sie schlängeln sich so ein bisschen durch das Gelände. Könnt ihr dann hier nach einer richtigen Stelle suchen, die euch einen Hinterhalt ermöglicht. Gebt mir doch mal bitte diejenigen, die zurückbleiben, einen W20. Einen oder jeder einen? Einen, und zwar diejenigen, die zurückbleiben. Also jeder einen. Nee, nur einen. Dann mache ich's. Okay. Warte, hat einer von euch noch einen Chip? Ja, ich. Nein. Dann mach du. Und wir wissen sowieso nicht, was passiert. Jetzt 20 könnte gut sein. Und wir können schlecht. 20 ist nie gut. Es ist wahr. Während ihr nach einer richtigen Stelle sucht, da spürt ihr, wie der Geruch des Todes euch einhüllt und die Kälte der Gräber euch umfängt. Würfel mal bitte alle, die zurückbleiben, eine Magieresistenzprobe. Ganz einfach normal. Ein W20 auf eure Magieresistenz, genau. Okay. Sekunde. Easy, ohne Probleme. Aber wie hoch ist der Magieresistenz? 10. Ja, dann? Ich gebe mir eine Sekunde. Ich habe vergessen, die gesteigerte Magieresistenz einzutragen. Jetzt, nein, ich habe nicht 42. Oh, sorry. Jetzt haben wir es. Geschafft. Aber auch. Ihr wisst übrigens, dass ihr darauf direkt proben könnt? Ich hab's jetzt nur schon auf die Stelle gefunden. Ja, okay. So gewürfelt. Ach ja, stimmt, ich sehe es. Gut, derweil erreichen die anderen Helden Krützdorf zu Pferd. Es ist spät in der Nacht, es ist dunkel, es regnet und ihr werdet hier empfangen. Ein Wegweiser deutet in verschiedene Richtungen. Eslamsbrück, Raufenberg, Warung. Krützdorf selber seid ihr gerade angekommen. Ansonsten geht es wohl in Richtung Jolgomak, Mendena oder auch merkwürdigerweise ist Kurkum und Altzoll ausgeschildert. Die Stadt ist schwer befestigt im Gegensatz zu Grünau und hier stehen auch zu dieser späten Stunde noch 6 Wachmänner, die euch dann betrachten, beziehungsweise Wachfrauen. Es ist nicht die Drachengarde, das sind wohl irgendwelche Söldner, die hier in Schwarz und Rot stehen, mit einem Schlüssel darauf. Halt! Ich halte an. Wörter zum Gruß. Wo kommt ihr her? Wörter zum Gruß. Oh, wir kommen aus Pavi. Eigentlich. Aus Pavi? Ja. Das ist aber am Norden von hier. Ja, ja. Und ihr kommt aus dem Süden. Ich will wissen, was ihr aus... Wo kommt ihr aus dem Süden her? Wir haben dort eine Lieferung abgeholt aus Grünau. Aber ihr seid hier nicht vorbeigekommen? Nee, also nicht in letzter Zeit. Seid ihr über die blutige See gefahren oder was? Ja. Ja, gar nicht lustig. Reiß dich mal zusammen. Wie redest du mit mir? Verzeihung. Was war das für eine Lieferung? Alchemiker, ich bin Alchemistin. Mhm. Kann ich mal reingucken bei dir? Ja. Mann, lass sie doch. Wie, lass sie doch. Halt die Schnauze! Und ihr wollt jetzt wieder zurück nach Pavi, oder was? Nein. Wir müssen noch einige andere Lieferungen einholen. Ja, Wachmann. Eigentlich wollten wir uns hier treffen mit unseren Kollegen. Ja, der Wachmann tritt dann heran, hat einen dicken Rauschebart, einen Vollbart. Würde ich so schätzen auf 40. Ziemlich erfahrener Recke. Also, er versteht vorher schon was von seinem Handwerk. Was hast du denn? Satteltasche oder was würdest du öffnen? Ja, also viel habe ich nicht dabei. Halt größtenteils, was wir aus der Hütte von dieser Knochenleserin mitgenommen haben. Mhm. So irgendwelche komischen Pillen und irgendwas, das halt mysteriös und ein bisschen unheimlich aussieht. Ja. Ja, ich spiele mal den so den Wachmann und reiße mich, mach was kaputt und ich mach dich kaputt. Er würfelt mal auf Magiekunde bzw. Alchemie. Scheint zu nicken. Riecht so ein bisschen dran. Also hält er so richtig sein Zinken in diese Reitertasche.
Ah, okay. Wollt ihr heute noch weiter oder wollt ihr in Kurzdorf bleiben? Wir wollen in Kurzdorf bleiben. Wie gesagt, eigentlich wollten wir uns dort mit Kollegen treffen. Vielleicht haben die aber auch noch eine Nachricht für uns hinterlassen. Wir müssen mal umhören. Gibt es einen Händlertreffpunkt hier? Oh, ja, sicher. Könnt ihr da die Taverne sehen? Ja, die mit dem blauen Dach. Genau. Hier gehört Barbara Dielt. Gut, danke. Dann fragen wir da gleich mal nach. Alle nennen Zigeni, zumindest die Freunde. Zigeni, okay. Zigeni, genau. So, jetzt weiter. Jawohl. Ja, könnt ihr weiter zu der Taverne mit dem blauen Dach? Wird sich ja sicherlich dann noch großer Balken, der davor angebracht ist, wo man dann Tiere anbinden kann, keinen richtigen Stall, den es da gibt. Und so ein kleiner Wassertrog, der daneben steht, könnt ihr die Pferde anbinden und in die Taverne hineintreten. Da allerlei Chaos, würdet ihr meinen, zerbrochene Stühle, Betrunkene, die dann in ihrem eigenen Erbrochenen liegen, zwei, drei Söldner, die kurz aufschauen, irgendwelche Leute, die Karten spielen und euch mustern, der Wirt nickt euch nur brummelig zu und noch bevor ihr an den Tresen angetreten seid, steht da schon zwei, drei Bier. Oh, danke, sehr zuvorkommend, sehr zuvorkommend. Alles gut, könnt mich Zigeni nennen. Danke, Zigeni. Seid neu hier? Ja, reisende Alchemistin aus dem Norden. Oh, willkommen. Schwarze Mutter zum Gruß und den feurigen Vater. Ja, und den Jäger natürlich. Den Jäger, was auch immer. Eure Götter mit euch. Seid mal willkommen. Braucht ihr oben Zimmer? Noch nicht sicher. Eigentlich warten wir auf Kollegen von uns, ebenfalls aus dem Norden. Weiß gekleidete Leute. Sind die hier schon vorbeigekommen oder werden die erwartet? Ach, die Alchemisten von Glorania. Ja, die Kollegen. Ah, so, nee, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Müssen sicherlich bald mal wieder auftauchen. Die sollt ihr einholen? Oder was? Naja, wir sollen uns mit denen treffen. Ein paar Sachen austauschen und dann je nachdem, wie unsere Befehle sind, einige weiter nach Wahrung. Ja. Naja, ja, kann doch sein, dass wenn die irgendwo in Weißtobrien aufgehalten werden, dass das da ein bisschen länger dauert. Aber mittlerweile, ich glaube, durch den Sumpf kommt man ganz gut. Dabei Schnattermoor ist ja alles zugefroren mittlerweile. Ja, trostlose Gegend. Ah. Und die steigen hier normalerweise ab? Oder woanders? Ja, ich glaube, die meisten von denen nehmen irgendwelche Pillen und reisen dann gleich weiter. Mit vielen habe ich von denen keinen Kontakt. Unhöfliches, kaltes Volk. Ziemlich selbstsüchtig, möchte ich meinen. Ja, das klingt nach unseren Leuten. Aber da ist viel Geld drin. Oh, die haben richtig viel Geld. Ja, kann du und so. Ja, genau. Na gut, wenn sie hier noch nicht sind, dann müssen wir wohl noch ein bisschen warten. Danke. Ja, kann vielleicht noch zwei, drei Tage oder so. Mal sehen. Wie gesagt, je nachdem, wie die aufgehalten worden sind. Ja, wollt ihr ein Zimmer oben haben? Ich blicke mich mal zu den anderen um. Wir warten müssen natürlich, ja. Warum nicht? Wollt ihr anschreiben? Bezahlt Glorania. Was kostet? Was? Was kostet die Scheiße? Ein Silber. Ah, nehme ich. Ja, dann bleiben wir doch alle hier. Hier ist es sicher. Hier gibt es keine Ghule, oder? Nee, die Ghule habt ihr alle irgendwie im Süden. Vor allem Lucardus ist da mittlerweile ziemlich nachlässig geworden. Den interessiert das nicht, ob da Ghule rumlaufen. Aber wir haben starke Mauern, kommt die Ghule nicht rein. Im Norden von hier gibt es auch keine mehr. Da ist dann die ganzen Agrimod-Priester vom feurigen Vater, die kümmern sich dann darum. Ich weiß nicht, irgendwie Balfamor ist da im Wald und läuft da rum und da waren wohl mal Ghule, aber die Bäume fressen die mittlerweile wohl alle weg. Mit Esslamsbrück haben wir wohl auch eine ganze Menge. Da bauen sie jetzt gerade die 13-stufige Pyramide. Ja, davon habe ich schon gehört. Das muss ja beeindruckend aussehen. Ja, Mammutprojekt, das wird nicht fertig. Gibt wohl Prophezeiungen über diese Pyramide, aber wenn ich das richtig verstanden habe, wächst und wächst und wächst die. Ja. Da immer mehr drauf. Ja, wisst ihr denn, wer die finanziert? Das muss ja irrsinnige Mengen an Gold verschlingen. Oberrat Xamarnot. So, von alleine? Also, da muss doch irgendwer noch dahinter stecken, oder nicht? Oberrat ist das diese Geld. Kirche?
Robert, dem gehört doch Avedurien. Ach so, ja. Interessiert ihn doch nicht. Sitzt in Gareth, hat alles Geld der Welt. Ja, da muss es schon schön sein in Gareth. Ja, nicht so kalt wie bei euch im Norden, ne? Färbt euch mal ja, auf, ja. Mädchen. Ich habe euch noch schön schwarz gebrannt, ja. der macht warm im Bauch. Ja, danke, Zigeni. Ja, bitte. Wie ist eigentlich dein Name? Ich bin Sinistra. Sinistra. So, dann ich gebe euch, ihr wollt ihr Zimmer zusammen haben, also alles egal. Ich kann euch auch den großen Schlafraum oben geben. Ja, zusammen wäre schon gut. Viele kommen ja nicht mehr durch. Die meisten bleiben alle in Wahrung. Ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Gut. Dann sollen wir noch Wahlfleisch geben. Ja, Wahlfleisch gibt es eine ganze Menge. Kriegen wir auch von da importiert. Gut, dann geht mal nach oben. Oh, danke, danke. Bei der Weile könnt ihr wohl hören, wie die anderen Söldner das Kartenspiel beendet haben und irgendein Bade gerade angefangen hat in der Ecke, das Loblied auf Borbarat Xammer noch den Heiligen zu singen. Es ist alles sehr skurril. Und die Leute können einem vielleicht ein bisschen leid tun, dass sie keine andere Wahl haben, dass hier falsche Propaganda am Werk ist, die sie beeinflusst. Dass sie Hoffnung einfach aufgeben müssen. Und Borbarat bei der Dämonenschlacht einfach gewonnen hat und die Lügen nicht sich an der richtigen Stelle verbreitet haben, die Wahrheit nicht hier rüber geschwappt ist. Was würde man sonst tun?